Willkommen zum Dekra Pedelec Check. In dieser Ausgabe stellen wir euch das Altitude Powerplay von Rocky Mountain vor. Besser spät als nie hat Rocky Mountain sein erstes E-Mountainbike auf den Markt gebracht. Wenn dann richtig, könnte dafür das Motto der Entwickler gewesen sein. Denn Rocky verbaut bei der von uns getesteten Variante nicht nur konsequent E-Bike-spezifische Teile, sondern setzt dazu auf ein komplett eigenentwickeltes Antriebssystem. Ob dieser mutige Schritt in Sachen Performance und Haltbarkeit der richtige war und wie das Rad auf dem Trail performt, haben wir auf 2000 Kilometern ausgiebig getestet. Und nun zum Check. Man liebt sie oder man hasst sie. Die sehr auffällige Farbkombination des Rocky. Aber egal wie, allein damit sticht das Rad schon aus der Masse der Pedelecs heraus. Der integrierte Akku und besonders der vor der Kurbel sitzende Motor verleihen dem Rad dazu eine aufgeräumte und sehr eigenständige Optik. Einzig das Steuerungselement des Antriebs wirkt dagegen wenig wertig und passt somit eigentlich nicht zum Rest des ansonsten hochwertig verarbeiteten Rades. Mit fahrfertig gewogenen 22,8 Kilogramm liegt das Rocky in dem für Enduros üblichen Gewichtsbereich und besitzt dabei auch eine fast perfekte Gewichtsverteilung und somit beste Voraussetzungen für ein neutrales Sprungverhalten. Am Rocky ist die von SRAM speziell für E-Bikes entwickelte EX-Einschaltung verbaut. Dieser hat nur 8 Gänge. Die Kassette verfügt aber über eine sehr große Bandbreite, bei der allerdings das Schalten über mehrere Gänge hinweg nicht möglich ist. Gangwechsel unter maximaler Last funktionieren zwar sehr sauber und definiert, allerdings ist das zwangsweise Durchschalten jedes einzelnen Ganges zumindest anfänglich sehr gewöhnungsbedürftig. Keinen Gewöhnungseffekt konnten wir bei den zum Teil sehr großen Sprüngen zwischen den einzelnen Gängen feststellen. Besonders Fahrer, die gern mit wenig Unterstützung fahren, waren hiervon nicht begeistert. Dazu konnte uns die EX1 auch in Sachen Verschleißverhalten nicht überzeugen. Trotz rechtzeitigen Kettenwechsels zeigte die Kassette bereits nach ca. 1700 Kilometern deutliche Verschleißerscheinungen und musste ebenfalls erneuert werden. Elektrisch wird das Rad durch das von Rocky selbst entwickelte Powerplay-Antriebssystem befeuert. Strom hierfür liefert ein fest im Unterrohr verbauter Akku. Der Motor glänzt durch eine Top-Performance in jeder Situation und einer sehr feinfühligen Regelung während des Fahrens. Nur das lästige Zucken im Stand sollte Rocky dem Antrieb schnellstens abgewöhnen und sich auch dem relativ präsenten Kettenrasseln annehmen. Der Powerplay-Antrieb verfügt über 3 Unterstützungsstufen. Diese können zusätzlich per App auch individuell auf die Vorlieben des Fahrers angepasst werden. Daneben bietet die App auch die Anzeige der üblichen Dashboard-Funktionen und Navigation. In der höchsten Unterstützungsstufe, bei geringer Tretleistung, haben wir in hügeligem Gelände Reichweiten um 67 Kilometern erzielt. Im Bikepark konnten wir so ohne große Anstrengung 1450 Höhenmeter fahren. Rocky hat mit dem Powerplay ein unkonventionelles Antriebssystem geschaffen, das durch seine Performance überzeugen kann, auch wenn es hier und da durchaus noch Verbesserungspotenzial gibt. Am Rocky ist die von SRAM speziell für E-Bikes entwickelte 4-Kolben-Guide-RE-Bremse verbaut. Die mächtigen von der Downhill-Bremse abgeleiteten Bremssättel in Kombination mit den großen Bremsscheiben liefern auch nach langen Abfahrten eine sehr überzeugende Verzögerung und das bei geringer Hebelkraft. Die Bremse hat mit dem Gewicht des Rades keinerlei Probleme und bietet insgesamt eine super starke Bremsleistung. Die Guide RE hat uns deshalb voll überzeugt, einzig eine Druckpunktverstellung haben wir vermisst.
Rocky hat dem Bike ein komplettes Fox-Fahrwerk gegönnt, das nach unseren Erfahrungen top performt. Speziell die für Pedelecs entwickelte verstärkte 36er Gabel ermöglicht durch ihre erhöhte Steifigkeit ein sehr präzises Lenkverhalten des Rades. Dagegen ist uns die kleinere Dämpfungspatrone der E-Bike 36er im Vergleich zur normalen Version nicht negativ aufgefallen. Aber auch der Float-Dämpfer fügt sich nahtlos in die Leistungsfähigkeit des Fahrwerks ein, sodass das Rad bei uns in Sachen Suspension keine Wünsche offen lässt. Das Rocky zeigt grundsätzlich ein sehr wendiges, fast spielerisches Fahrverhalten und macht von Beginn an Spaß. Der Motor beschleunigt das Rad dazu geradezu spielerisch bis 25 km/h und wird auch in steileren Anstiegen kaum langsamer. In sehr steilen Passagen zeigt sich das Altitude trotz der sehr kurzen Kettenstreben als leistungsfähiger Kletterer. Bei schnellen Abfahrten hat das Rad eine hohe Lenkpräzision und vermittelt dem Fahrer stets das Gefühl, alles im Griff zu haben. Profis können dazu mit dem Ride-9-System die Geometrie des Rades auch speziell auf ihre Vorlieben anpassen. Rocky hat mit dem Altitude Powerplay einen vielversprechenden Einstieg in das E-Bike-Segment geschafft. Top-Fahreigenschaften, sehr performanter Motor und große Akkureichweite sind die Stärken des Rades. Weniger gut gefallen hat uns das Zucken im Stand und die Akustik. Dazu steht eine Schaltung mit mehr Gängen und ein entnehmbarer Akku auf unserer Wunschliste. Insgesamt ist Rocky Mountain mit dem Altitude Powerplay auf Anhieb ein sehr potentes Enduro gelungen, das den Vergleich mit High-End E-Mountainbikes anderer Hersteller nicht scheuen muss.